So, da sind wir wieder. Und wir sollten mal kurz schlafen, bevor wir hochgehen. Also, okay, wir werden nicht unbedingt Mana brauchen, wenn wir das Fallgrubenrätsel lösen oder das Teleporterrätsel. Die werden alle beide wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber Schaden tut's nie und wir brauchen ein bisschen Nahrung. Ja, Ja. ich werde mich wahrscheinlich später dafür hassen, dass ich das gemacht habe, aber na gut. So, wir gehen hier drauf. Wir gehen mal rechts rum, testweise. Aber, ja, doch, da geht's lang. Klick. Ich gehe einfach mal weiter nach oben. Und da geht nichts auf. Das ist komisch. Das Schleimgeräusch ist wieder da. Aber der kommt eh nicht an uns ran. Ist egal. Und es geht nur wieder der Weg zurück auf. Und wupp, wupp. Oh, noch eine Schlange. Wie viele sind denn da eigentlich? Und warum fliegen die immer wieder weg? Na gut. Irgendwie ist die Bewegung gerade ziemlich langsam. Na gut. Kann man nichts machen. Auch wenn das komisch ist bei so einem uralten Spiel. Also, wir gehen in die Mitte. Wir gehen in die Mitte. Und das ändert gar nichts. Gehen wir in die Mitte und links rum. Geht's nur nach hinten wieder auf? Oh, es geht gar nicht wieder auf. Sind wir jetzt hier gefangen? Anscheinend. Ich kann nur vor und zurücklaufen. Wir sollten mal die Augen offen halten nach irgendwelchen Schaltern. Denn die kann man hier auch durch Wurfwaffen oder Geschosswaffen auslösen. Geheimwände vielleicht? Nö. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt meine Füße brechen. Jetzt können wir nur noch zwischen den zwei Feldern hin und her gehen. Das wird hier immer enger. Ein komisches Muster. Geh einfach mal vor und zurück, solange bis es da weitergeht. Ich hoffe einfach mal, dass es irgendwann weitergeht. Dumm-di-dumm. Hat doch bis eben geklappt. Warum klappt es nicht noch bei der letzten Wahlgrube? Okay, jetzt gehe ich 3 zurück, dann geht das. Aber ihr seht, was ich meine, oder? Ich gehe immer noch vor zurück und plötzlich geht die Fallgrube auf. Nur bei der da klappt das nicht. Na gut, hilft nichts. Gehen wieder ganz zurück. Und probieren hier mal das Vor- und Zurückspiel, nur halt seitlich, damit ich sehen kann, ob was aufgeht oder nicht. Nö, müssen wir runter. Ja, das tat weh. Sorry, Jungs. Also, wir gehen diesmal nicht nach links. So, wir können nur nach rechts. Also es ist doch ein bisschen wie das Gedankengänge-Rätsel bei Grimrock. Aber halt nur ein bisschen. Die Platte geht auch nicht weg, egal wie oft wir hin und her tänzeln. Ich schieße einfach mal einen Pfeil in die Richtung, vielleicht ist der irgendwo ein Schalter. Man hört nur ein Ting. Okay, in die Richtung. Ein entferntes Ding. Geh mal hier vor und zurück. Macht auch nichts. Okay. Also wir können verschiedene Wege zu den beiden Ausgängen finden, aber irgendwie wollen die letzten Druckplatten nicht so, wie wir gern würden. Und es respawnen eventuell immer wieder Schlangen, wenn wir irgendwas falsch machen. Und wir haben keine Heiltränke mehr und sind verwundet und überhaupt. Oh, der ist sogar rot überladen. Ach, wahrscheinlich wegen den Füßen. Aber ja, wir brauchen definitiv jede Menge Heiltränke jetzt. Geht kein Weg dran vorbei. Außerdem trainiert das Priester-Level. Hallo? So, nun sage ich ja, schon kommt es. Und noch ein Priester-Level, bitteschön. Ne, so schnell geht das nicht.
Heiltrank Nummer 1, Heiltrank Nummer 2, obwohl du die auch gleich trinken kannst. Hallo? Ja, super. Ja, hallo? Das wird wirklich eine Weile dauern. Aber das ist ja auch Dungeon Master und kein modernes Spiel. Hier muss man sich zwischendurch auch mal die Zeit nehmen. Hallo? So, du brauchst... den kannst du schon mal nehmen. Dein Mana ist gleich alle. Dann ist Elijah dran. Der kann auch Priesterlevel gebrauchen. So, einen Trank schon mal für dich. Und Elijah. Eins, zwei. Hallo? Zwei kann er gleich selbst trinken. Eins, zwei. Cosmog hat zwei Heiltränke. Zed hat zwei Heiltränke. Nabi hat zwei Heiltränke. Und er hat mehr als zwei Heiltränke. Ja, ist doch schon mal gut. Dann mach nochmal bitte den hier auf Vorrat. Und die stopfen wir einfach irgendwo hin. Jetzt hätte er ja noch gern seinen Bogen wieder. Und er den Teststab, den wir immer noch nicht benutzt haben, obwohl er so ein fliegendes Schlangending war. Ja, und er sollte seine Axt auch in die Hand nehmen. So, schon sind wir wieder vorbereitet für sinnloses Rumgetrampel auf irgendwelchen unsichtbaren Druckplatten. Oh, der Weg ist frei. Schön. Ich weiß zwar nicht wie, aber es hat geklappt. Und die Rüstung ist immer noch heil. Dafür sind gleich wieder zwei Heiltränke weg. Und ich sollte mir vielleicht langsamer angewöhnen, bessere Heiltränke zu zaubern. Also höhere Runen. Denn irgendwie brauchen wir doch recht viele, um voll zu werden. So, Fackel wird runtergelegt, damit wir wissen, dass wir hier schon mal waren. Den Pfeil hatten wir vorhin hingeschossen. Und was haben wir hier Schönes? Ein großes Schild. Dafür lassen wir den Buckler liegen. Sonst ist hier nichts. Das heißt, auf der anderen Seite ist das Wichtige. Ich gehe immer noch davon aus, dass hinter jeder dieser Türen irgendetwas Wichtiges ist, was wir später brauchen, um irgendein Rätsel zu lösen. Können wir einfach hier geradeaus laufen? Nein, das wäre auch zu schön gewesen. Also wie auch immer ich in der Lage war, auf die Seite zu kommen, müssen wir jetzt versuchen, da auch durch Zufall auf die andere zu kommen. Und ich höre wieder eine fliegende Schlange. Das war der falsche. Und Teststab Confuse. Ha. Warum auch immer, wir haben jetzt eine neue Möglichkeit hier unten freigeschaltet bekommen bei dem Stab. Und zwar verwirren. Deswegen läuft die Schlange gerade so panisch in der Gegend rum. Was jetzt nicht der beste Schritt war, denn wir hätten ihn noch einfach töten können. Aber gut, das wusste ich vorher nicht. Jetzt weiß ich's, alles wird gut. Ich mache wieder meinen Vor- und Zurücklauftrick in der Hoffnung, dass ich irgendwo irgendwas aufbekomme. Aber es scheint nicht zu klappen. Na, jetzt sind wir wieder hier. Hier kommen wir hier vor und zurück, vor und zurück. Also es scheint wirklich so, dass jeder Bodenstück hier irgendeine Funktion hat. Also die hier haben halt die Funktion, nach und nach die Bodenplatten aufzumachen. Und wenn man halt vor und zurück geht, gehen sie auf und zu, auf und zu. Das heißt, wir müssen jetzt auf irgendeine von den Platten treten, deren Funktion es ist, nur die zuzumachen. Das heißt, wir müssen auf etwas treten, wo wir bisher noch nicht drauf getreten sind. Ich glaube, die beiden hier zum Beispiel. Das ist nur die Frage, wie wir die aufbekommen. Experimentieren wir ein bisschen rum. Und laufen eine Fallgrube ein. Nimm. Hallo? Noch irgendjemand verwundet? Ja. Hallo? Ja, so. Und nochmal schlafen. Ja, ich sagte ja, die Fallgrubenrätsel und auch das Teleporterrätsel später werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Zumal ich mir bisher noch nicht mal die Mühe gemacht habe, das aufzuschreiben. Was ich auch hätte machen können, aber dann müssten wir den ganzen Raum, also keine Ahnung, wie viele Felder das sind, 8x8, die ganzen 8x8 Felder mit einer Nummer versehen und dann bei jeder Nummer hinschreiben, welche Bodenluke sich dadurch öffnet. Und das ist doch ein wenig arbeitslastig. Das heißt, ich probiere es weiter mit meiner Taktik wie auf der anderen Seite. Wir versuchen durch blindes Rumprobieren herauszufinden. Durch blindes Rumprobieren und Verklicken, runterspringen, rauszuprobieren, wie wir die Druckplatte, die Fallgrube oben links wegbekommen.
da würde ich gerne rauf. Was macht Brandish? Komm her, doofe Schlange. Komm her, ich will dich brandischen. Jetzt kriegst du Kreise um uns rum, oder was? Komm her, Brandish. Und sie fliegt wieder weg. Keine Schadensanzeige, gar nichts. Stirb. Ich schlage sie nicht, komisch. Also, das hat nichts gebracht. Vor und zurück bringt hier auch nichts. Außer, dass ich wahrscheinlich gleich wieder runterfall, weil ich rückwärts in eine Fallgrube rein tapsel. Ah, ich glaube... Ne, war es doch nicht. Die hier in der Ecke hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Und werden wir anscheinend auch nicht. Doch. So, ich glaube, wir sind jetzt zum ersten Mal hier in der Ecke. Ich hoffe einfach mal, dass dadurch, dass wir jetzt darauf getreten sind, die Grube ganz hinten links aufgegangen ist, was sie nicht ist. Schade. Nochmal zurück. Und die Folge geht noch 3 Minuten. Wenn ich das innerhalb der 3 Minuten nicht schaffe, dann mache ich mir im Cut wirklich diese komische Liste. Und das sind 2 in die Richtung, also 5 Felder. 5x5, also 25 Kästchen, die dann eine bestimmte Wirkung haben. Aber es kann doch nicht so schwer sein. Also ich weiß, ich stelle mich meistens zu doof an oder mache es zu kompliziert. Aber ich sehe hier echt kein wirkliches Muster, außer dass halt die Platten an sich, jede Platte für sich irgendetwas bewirkt oder auch nicht. Aber es ist nicht so, dass zum Beispiel, wenn man auf eine Platte tritt, dass drumherum alle Platten weggehen oder aufgehen. Das ist es nicht. Auch wenn es manchmal so ein bisschen den Anschein hat. Und eine von den Platten macht definitiv, dass die Viecher hier respawnen. Aber das können wir auch testen. Ich glaube, das war eine recht mittlere Platte. Und dann hört man ja gleich dieses Wup, 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 Wup von der Hubschrauberschlange hier. So. Hier drauf. Und ich gehe jetzt einfach mal hier rechts an der Wand. Oder auch nicht. Ah, super. Ja. Überleben wir den Fall? Ja, tun wir. Das könnte natürlich auch sein, dass man auf irgendein Feld treten muss, wo man nicht wieder wegkommt, um dann was freizuschalten, um beim nächsten Anlauf weiterzukommen. Aber das ist alles nur Spekulation und wir haben schon wieder fast keine Heiltränke mehr. No. Ach ja, so, das kommt weg. Dafür ein Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Und noch ein Heiltrank. So. Ja, es gab schon mal Kommentare, dass man sich die eine Folge hätte sparen können, weil ich eigentlich nur Priester-Level trainiert habe und Tränke gemacht habe. Das mag sein, aber wenn es euch zu nervig ist, 10 Minuten zuzugucken, wie ich sowas mache, dann ist das Let's Play wahrscheinlich eh nichts für euch. Das wird nur noch schlimmer werden. Wenn wir nachher ganze Level zurücklaufen müssen, nur um Nahrung zu suchen oder stumpf 5 bis 10 Minuten gegen die Tür schlagen, um noch Ninja-Level zu bekommen, damit wir den nächsten Gegner schaffen. Ja. Aber das müsst ihr selbst wissen. So, noch ein Trank. Zed hat Vorrat, er hat Vorrat. Und den Rest, er braucht noch. Zack. Zack. So, und den Rest können wir jetzt hochheilen. Also durchschlafen. So, und da wären wir auch schon bei den 15 Minuten. Also mache ich jetzt einen Cut, also ich speichere einmal ab. LP10. Zück dann meinen College-Block, mach dieses 5x5-Feld, schreib überall eine Nummer ran. Und in der nächsten Folge versuchen wir zusammen rauszufinden, was jedes Feld einzeln macht. Also dann, bis gleich.